Meine Damen und Herren, willkommen hier wieder zurück zu einer Runde Mafia. Heute sind wir mit Sweet Danny Little reden. Zwei verschiedene Missionen waren hier gewesen, entweder das oder das Glücksspiel. Ich möchte Glücksspiel weitermachen und als nächstes kommt dann eben vielleicht hier, mein Name ist Lincoln Clay. Mal gucken, was dann der neue Freund oder Feind mit uns vorhat. Heute bin ich mal mit einem LKW unterwegs, doch nicht so, jo, warum nicht? Also, gemütlich. LKW fahren macht auch Spaß und mir ist jetzt schon wieder extrem warm, obwohl ich noch nichts großartig gemacht habe. Es ist einfach so eine Hitze. Da bringt man sich eigentlich um. Also Hitze ist es nicht, aber es ist extrem schwül bei mir heute. Ich muss mal auf die Uhrzeit eigentlich mal wieder gucken. Dann gucken wir mal, was der Kunde jetzt mit uns vor. Hey, du bist doch Sweet Danny Little. Magst du Boxen? Bisschen. Es gibt Leute, die sagen, du hast das Zeug, ein Champion zu werden. Du hast bald diesen Kampf, richtig? Darum brauche ich deine Hilfe. Die Marcano-Typen haben so einen Kerl, heißt 2Dix Peralta, hat ein Wettbüro in Wilcox Saloon. Er kommt beim Sparring zu mir und sagt, ich muss in Runde 5 K.O. gehen. Sonst? Und du dann? Hab gesagt, er kann mich mal. Am nächsten Tag bricht jemand meinem Bruder dreimal den Arm. Ist okay? So läuft das da. 2Dix hat sich wohl sogar diesen Jungen geschnappt, Eddie Kenner. Schätze, den will aber eher für inoffizielle Kämpfe nehmen. Man kennt ja die Niggerkämpfe. Massig Kohle zu holen, wenn man weiß, wie die ausgehen. Fuck. Ich gehe mal zu 2Dix Leuten. Vielleicht finde ich was über ihn heraus. Vielleicht finde ich ja sogar Eddie. Red doch mal mit Peraltas Leuten, wenn du wissen willst, was er plant. Oh mein Gott, wie er so viel Zeug dazu gekommen. Aber wir gehen mal zuerst jemanden umbringen. Das können wir ja, glaube ich, mit am besten. Können wir nicht runterspringen? Das ist bitter. Einmal können wir mal springen. Manipuliere Automaten. 2Dix verdienen ein Heilengeld. Oh mein Gott, ich konnte nicht so schnell lesen. Oh. Jedenfalls habe ich euch schon mal begrüßt überhaupt heute zum neuen Part. Weiß ich? Das weiß ich gar nicht. 50.000 Schaden, was ist denn das? Das ist ja eigentlich... So viel Geld verdiene ich ja in einer Sekunde. So verdient. Befrage. Okay. Jetzt möchte ich aber zuerst hier und hier. Und dann gehen wir ein bisschen näher ran mit dem Stuhl und fragen sich, warum mein Nacken irgendwie weh tut. Aber alles kein Problem. Ich habe vorhin gerade ein Relay-Video aufgenommen. Alter. Alles, was du siehst, kannst du kaufen. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Munition haben wir eigentlich relativ gut noch. Voll, 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 voll. Nice. Nachschub. Adrenalin. Hatten wir eigentlich leer gehabt. Ja, überfahren mich noch. Und direkt in die Bank. So. Hast dich gut geschlagen, aber komm nächstes Mal in einem Wagen mit stärkerer Feder. Kannst du vielleicht den Familienkram aus dem Spiel heraus schwer. Und dann winken dich plötzlich die Bullen raus, weil deine Karre hinten am Boden schlagen. Ich hab gedacht, hier sind mehr Leute gewesen. Erzähl mir von 2Dix Glücksspiel, Scheiße. Der Boss hat irgendeinen Niggerboxer in petto. Ich kann euch zeigen, wo. Du unterstehst mir. Dass die Leute danach noch leben. Es ist ja guten Schaden, den man so macht jetzt. Allein durch eine Person. Oh, hier, Sportflitzer. Was? Nein. Sicherlich nicht. Wir machen einfach mal hier oben alles platt. Wir machen einfach hier oben alles platt und gucken mal, was das bringt. Wir können jetzt nur noch Leute umbringen, aber das müssen wir ja irgendwie sowieso machen, glaube ich mal.
Achtung, es gab eine Fahrerflucht im South Down. An alle Einheiten hinter der Bitte bestätigen. Na los, hopp. Verschwinde. Alter. So, ich würde mal sagen, mit einer Granate reinwerfen. Juhu! Polizei bestechen? Ja, bitte. Das ist gut. Wenn es gefallen ist, dann lieben gerne, also. Das ist ja mal was. Scheiße! Scheiße! Oh ja, komm. Oh, Genickbruch. So läuft das bei uns, ja. So, guck mal, liegt hier noch irgendwie Geld rum? Sieht man nicht so aus. Habe ich jetzt überhaupt großartig Schaden gemacht? Beweg deinen Hinter. Ja, da ist einer tot. Beweg deinen Hintern. Warum auch nicht, nicht wahr? Es hat gut Schaden gemacht, 7000, oder? Es hat sogar 7000 Schaden gemacht, wenn ich gerade nur bescheuert bin. Dann soll ich dort runterfahren und unten alle töten? Vergiss es. Mache ich das nächsten Part und jetzt hier oben alle erstmal nach und nach töten. Hier rein, da rein, da rein, da raus. Aha. La 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 la. Aber ich habe heute dieses Relive-Video gemacht und dachte mir so... Was ist denn das hier? Na, kann man leider nicht anzeigen. Man müsste, glaube ich, auch mal so die Läden ein bisschen clearen. Alter... Scheibenkleister. Ich brauche bitte nochmal Munition. Ja, das Geld könnte sie eigentlich auch nochmal mitnehmen. Lass uns was von dem Bargeld einbunkern. Bin in Southdowns. Alter Jungs und Mädels. Ich brenne euch hier weg. Das gibt's gar nicht. Nee, Fahrzeug nicht. Aufrüstung. Ich hab doch zwei oder drei geworfen gehabt. Wie kannst du denn nur eine fehlen? Irgendwas, das ich für dich aufnehme unterwegs. Melde dich, wenn du mich brauchst. Zeit für dich noch eine Runde zu spielen. Ja, komm her. Ich töte dich ganz gerne. Was habe ich da gerade gehört? Du hast nichts gehört. Nur das Messer, was gleich in deine Kehle kommt. Ja, an der Seite rein, warum auch nicht. Oh, es kommt sogar leider Richtige. Nein, da ist niemand. Scheiße, er war hier. Nicht aufzusuchen. Raus, damit ich... Nice. Komm und hoch, hier bin ich.
Alter, ich kann nicht noch so viel Geld holen, das mache ich jetzt auch. Das wird eben nur eine Weile jetzt dauern. Das Geld ist nicht das Wichtigste irgendwie hier, aber... Oh, oh, komm. Um die Ecke. Heilen. Oh, das war knapp. Das knapp. Seht euch all das Blut an. Na, das ist mal eine Überraschung. Na? Eingekesselt, eine Person? Ja, ich bin eingekesselt. Kommt ihr mich bitte rausholen? Als ob so eine kleine Pussy. Reicht das, wenn ich hier so eine Granate reinwerfe? Ja. Das bringt mir kein Geld. Guck mal, aber hier, das bringt mir Geld. Oh. Nicht viel, aber trotzdem. Hier liegt überall Geld. 2000 Schaden gemacht. Und hier geht's noch weiter. 8000, 9000. Nice. So läuft das Leben. Aha. Genau. Metall steckt mir nochmal die Waffe weg. Und jetzt kommt unser letztes Ziel und im nächsten Part fahren wir runter. Also beziehungsweise ich fahre zwischen mal runter, weil es ist ein ganz kleiner Weg. Das hier machen wir ganz schnell noch. Aber das Geld müssen wir einkassieren, das sind 10.000. Ich frage mich trotzdem, irgendwo muss das Geld doch noch hinfließen. Ja, man kann auch eben die Rennwagen und alles machen. Aber trotzdem, irgendwo muss doch das Geld hinfließen. Weil das sind ja... Das ist extrem viel. Oder ich verliere das aus irgendeinem Grund. Oder muss noch irgendwann mal was Großes bezahlen, aber... Ich glaube eher weniger. Lass uns was von dem Wagen. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Haben wir hier eigentlich noch Drop-Dings? Haben wir nicht im Moment, okay. Wer verlierst das? Okay, zeig, was du auf Lager. 138.000. Munition ist voll. Aber hier brauche ich jetzt. Kommen lassen. Scheiße. Nice. Ignoriere ihn. Kommt doch alle rum am Wochenende. Wir freuen uns auf euch. Ich finde das Schwein. Da ist er. Problem, es sind die Leute, die sie benutzen. Ich zerfetz diesen Penner in der Luft. Ja? Was mache ich von mit dir? Ich brauche hier deine Hilfe. Welche Hilfe? Ist doch keine mehr, oder? Okay. Oh, hier ist noch Geld. Gehört euch, Jungs! Oh. Keine Verstärkung. Ganz dumme Idee, Junge. Das war die dümmste Idee, Dennis. Fucking... Fuck.
Ich hau da mal ab. Tschüssi. So Leute, ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt nochmal oben mir nicht einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr dann natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer lieber Meiners Wort. Ich sehe gerade, das können wir eigentlich gleich machen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.